BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Diskussion um Landtagspräsident Willi Stechele wird schärfer. Bereits nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs am Donnerstag hatten Grüne und SPD, wie berichtet, den Rücktritt gefordert. Jetzt stellten sie ihm ein Ultimatum. Wenn er bis zur Plenarsitzung am Mittwoch nicht zurückgetreten sei, würden sie ihm das Vertrauen entziehen. Ein Misstrauensvotum gegen Willi Stechele im Landtag hätte zwar formal keine Auswirkungen. Faktisch aber könne ein Landtagspräsident, dem die Mehrheit das Misstrauen ausspräche, nicht im Amt bleiben, heißt es von Seiten von SPD und Grünen. Die Regierungsfraktionen kritisieren Stecheles Rolle beim NBW-Deal. Durch den Kauf der NBW-Aktien hätte er einen Verfassungsbruch begangen, da er das Haushaltsrecht des Landtags verletzt hätte. Wer heute in einer der größeren Städte des Landes zur Arbeit musste, der hatte sich auf massive Verkehrsbehinderungen einzustellen. In Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und 5 weiteren Städten im ganzen Land hatte die Gewerkschaft Verdi zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Wie hier auf der Weinsteige herrschten heute Morgen auf allen Zufahrtswegen in die Landeshauptstadt Stuttgart Verkehrschaos und Staus. Wer konnte, stieg auf das Auto um. An den Bus- und Straßenbahnhaltestellen ging nichts mehr. Die Gewerkschaft Verdi hat zeitgleich zum Warnstreik zur Urabstimmung aufgerufen. Mit einem Ergebnis wird am Mittwochvormittag gerechnet. Erst dann sollen die Arbeitsniederlegungen beendet werden. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der jährlichen Sonderzahlungen auf 100% und eigenständige Entgeltverhandlungen für Baden-Württemberg. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann will ein Tariftreuegesetz auf den Weg bringen. Ein solches hat er gestern Abend auf dem IG Metall-Kongress in Karlsruhe angekündigt. Damit will Kretschmann einen Beitrag gegen Lohndumping leisten. Nach Ende der Krise werde die Regierung zusammen mit der Gewerkschaft dafür sorgen, dass auch die Belegschaften von der Wirtschaftskraft profitierten. Man sei nicht auf prekäre Arbeitsverhältnisse und unterschiedliche Bezahlung für die gleiche Arbeit angewiesen, sagte Kretschmann. Stresstest bestanden. Die Deutsche Bahn hat den finalen Simulationslauf erfolgreich abgeschlossen. Damit gibt das neutrale Gutachterbüro SMA endgültig grünes Licht für Stuttgart 21. Die Forderungen aus dem Schlichterspruch von Heiner Geißler seien damit voll erfüllt, heißt es von Seiten der Bahn. Die Simulation bescheinige dem künftigen Bahnknoten eine wirtschaftlich optimale Betriebsqualität. Der Staatsgerichtshof Stuttgart prüft derzeit eine Klage gegen den Volksentscheid zu Stuttgart 21. Die Klage hatte der Jurist und ehemalige Rektor der Universität Freiburg, Manfred Löwisch, eingereicht. Der Abschluss von Finanzierungsverträgen und deren Kündigung sei allein Aufgabe der Regierung, so die Ansicht von Löwisch. Landtag und Volk seien dafür nicht zuständig. Der Volksentscheid sei demnach verfassungswidrig. Laut Tübingens grünem Oberbürgermeister Boris Palmer könnte das Thema Stuttgart 21 die grün-rote Landesregierung auch nach dem Volksentscheid im November beschäftigen. Ein Streit dieser Härte, so Palmer in den Stuttgarter Nachrichten, sei für eine Regierungskoalition ungewöhnlich. Insgesamt sei die Bilanz von 6 Monaten grün-rot aber positiv. Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Hans-Ulrich Röhlke hat derweil eine Äußerung Palmers kritisiert. Wenn sich die Mehrheit für den Ausstieg ausspreche, gäbe es die Dynamik, um das Projekt noch zu kippen. Wer unverhohlen zu erkennen gebe, dass er das Ergebnis des Volksentscheids bei einer breiten Mehrheit der Gegner und eines Nichterreichens des Quorums nicht unbedingt akzeptieren würde, der entlarve sich als Gegner der parlamentarischen Demokratie, so Röhlke. Der baden-württembergische Finanzminister Nils Schmid, SPD, will vom Bund einen größeren Mehrwertsteueranteil. Ohne diese neue Einnahmequelle könne das Land seinen Haushalt nicht sanieren, so Schmid in den Stuttgarter Nachrichten. Schwarz-Gelb habe dem Land einen Schuldensumpf hinterlassen. Der Finanzminister sprach sich auch für die Einführung einer Vermögenssteuer aus. Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobel kritisiert den Vorstoß des Ministers. Ein Finanzminister, der bei derart sprudelnden Steuerquellen an Steuererhöhungen denke, sei unerhört raffgierig, so Strobel. Außerdem habe Schwarz-Gelb keinen Schuldensumpf hinterlassen. Immerhin habe die Landesregierung 2008 und 2009 unter Günther Oettinger die Nullneuverschuldung geschafft. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.